Der Kai Gimler macht sich schon mal schlau über die technischen Daten. Er hat so viel Rotwild bekommen, dass er selber mal nachgucken muss. Ich habe es ein bisschen einfacher wie er. Ich muss nur aufs Preisschild zu schauen oder drauf schauen. 9.499 Euro. Er hat eben noch gesagt, eigentlich würde ich gerne einen Chor machen. Da habe ich gesagt, jetzt wo du das Fahrrad gerade hier da hast, komm, dann machen wir es gerade. Es gibt 3 verschiedene Baureihen von Rotwild-E-Bikes. Hallo Kai Gimler. Hi Sven, grüß dich. Ja, du bist Zweirad-Mechanikermeister, Fachrichtung Fahrrad und Rotwild, sagst du, das ist so die Speerspitze des deutschen Fahrradbaus, oder? Absolut. Also stehe ich voll dahinter. Die machen in den letzten Jahren so einen perfekten Job, jetzt gerade im E-Bike-Bereich, machen ja auch nur noch E-Bikes, da waren sie dann auch so wie wir letztendlich konsequent, sich dann auf dieses Thema zu konzentrieren und sind meines Erachtens sowohl was Optik als auch Rahmenverarbeitung und insgesamt auch, sagen wir, was die letzten Jahre an Preisen und so weiter abgeräumt haben, spricht ja schon für sich. Und zwar sowohl Preise von Fachpresse als auch, sagen wir, von Leserwahlen liegt Rotwild immer ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Du kriegst ein optimal aufeinander abgestimmtes Konzept, ähnlich wie bei Porsche. Bei Porsche kriegst du ja auch keine Ersatzteile mehr von irgendwelchen Tunern nur noch für die Rennstrecke, sondern die liefern alles eigentlich aus einem Haus. Was kann man denn hier noch überhaupt noch verbessern? Das heißt, die Pedale hast du drauf gemacht, genau. Vielleicht einen Sattel noch. Ist das Fahrrad, so wie es kommt, direkt einsatzfähig? Also wir haben ja 3 Ausstattungslinien, ja, und auch die, ist ja in Anführungszeichen günstigste, die Core, ist immer in einem Paket, dass du nichts mehr ergänzen musst, weißt du, sich jetzt irgendwie Bremse noch umbauen oder sowas. Also es wird dann sozusagen ab einem Niveau, was voll einsatzfähig ist, was nichts vermissen lässt, wird es dann immer nur noch mal schicker, noch mal geiler. So, 9.499 Euro, das schreit nach einem Leasing. Wir machen es direkt am Anfang mal. Wir tippen mal diese 9.499 ein. Eben hatten wir ein bisschen Probleme, weil wir beide in Kopfrechnen verdammt schlecht sind. Und ich möchte dazu noch sagen, liebe Kinder, passt in der Schule in Mathe auf. Ja, passt auf, dass es euch nicht so geht. Ein Video drehen müsst. Nicht so geht wie mit Kai Gimler. Der ist so. Also, was haben wir? 9.500 Euro Anschaffungspreis? Richtig, genau. Wir haben jetzt hier, sagen wir mal, ein Bruttogehalt von 6. Machen wir mal, keine Ahnung, machen wir mal 4. Steuerklasse 1 kann man einfach mal lassen, dass man sieht, was passiert. Also, ich kriege vom Lohnzettel abgezogen 281 Euro. Vom Bruttogehalt. Vom Brutto. Aber auf dem Konto habe ich nur 156 Euro weniger. Richtig, genau. Ne? Ich muss kein Geld auf den Tisch legen bei dir. Nein, absolut nicht. Der Arbeitgeber muss einen Rahmenvertrag schließen mit einem Leasinggeber. Gibt es 10 Stück mittlerweile oder mehr. Und dann kommst du als Arbeitnehmer hierher, suchst dir ein Rad aus. Wir machen die Abwicklung für den Arbeitnehmer, für den Arbeitgeber mit dem Leasingportal. Und dann kommst du, je nachdem, ist je nach Leasinggeber unterschiedlich, mit einem Abholcode, Abholpin, gibt unterschiedliche Varianten. Und dann nimmst du das Rad mit und hast dann 3 Jahre lang sozusagen einen Ausgleich. 156 Euro bei 9.500 Euro. Das heißt, ich bekomme 3.432 Euro Ersparnis, relative Ersparnis von 31%. Am Ende kann ich das Fahrrad übernehmen oder auch nicht. Ich würde es tun, denn du kriegst das Fahrrad für 17%, ist es dein Eigentum. Genau. Etwa, plus minus. Kommt auch so ein bisschen auf den Leasinggeber an, da haben wir so ein bisschen eine Streuung, aber liegt um die 17-18% aktuell. Das ist ein Fully. Das ist ein Fully. Vollgefedert, hier als Light-E-Bike ausgeführt, nochmal kurz zum Preis. Hier sind wir bei 9,5, sind wir bei der mittleren Ausstattungslinie, sozusagen beim Pro. Mit der Besonderheit, dass wir hier also einen relativ kleinen Akku von 375 Wattstunden drin haben. Der reicht für mich im normalen Trail-Einsatz für etwa 40 Kilometer reinste Fahrfreude. Und das Ding hat nur noch 1,9 Kilo, ist also so ein Stixi. Kannst auch einen zweiten mitnehmen und dann bist du mit 750 Wattstunden unterwegs. Hast aber den Vorteil, dass das Rad mal generell im Vergleich zum Rotwild mit dem großen Akku um die 3 Kilo leichter ist. Das Handling, 3 Kilo weniger, das ist so stark, dass du wirklich hier im Laden gerade eben mit dem baugleichen Modell oder einem bauähnlichen Modell Bunnyhops machen kannst. Das heißt, du kannst also das Fahrrad komplett in die Luft heben. Und das sind eigentlich Dinge, wenn du mal so ein Fully nimmst, das hier wiegt um die 20 Kilo. Das waren früher ganz normale Fullys, die 20 Kilo gewogen haben. Gerade so im Enduro-Freeride-Bereich, ja. Der Motor hat Power. 85 Newton. Der stärkste Shimano-Motor. Das ist der EP8. Ne? Mit der Besonderheit, dass wir hier bei den 375er-Modellen von Rotwild die Möglichkeit haben, über das Display das maximale Drehmoment auf 60 Newtonmeter herabzusetzen, was immer noch ausreichend Power ist, erreicht aber damit eine höhere Reichweite.
Der hat einen Automatikmodus. Ja. Das ist genial. Das bedeutet, der erkennt, wenn du die Leistung brauchst und schaltet sofort danach auch wieder runter, damit du die Batterie sparst. Genau. Nicht nur das, es ist auch einfach so, es erleichtert einfach die Bedienung. Also beim Shimano ist es ja so, wir haben ja in Anführungszeichen nur drei Unterstützungsstufen. Ja? Wir haben den Eco. Ich zeige das mal gerade. Da vorne ist die Remote. Genau, hier ist die Remote. Auch unheimlich bedienerfreundlich in meinen Augen. Du hast Eco, ist die schwächste Unterstützungsstufe. Die ist dann auch fix. Die kannst du per App kannst du sagen wir, die Intensität noch ein bisschen regulieren. So, und dann kommt der Trail-Modus. Und der ist interessant. Der ist adaptiv. Das heißt, das Rad merkt selber, je nach Situation, wie viel Kraft wird benötigt und steuert diese entsprechend bei. Aber nicht mehr, nicht weniger. Und das funktioniert perfekt. Und dann hast du, sagen wir, oben drüber noch den Turbo oder den Boost-Modus bei Shimano so genannt. Das ist dann die volle Power, aber auch als feste Unterstützungsrate. Was ziemlich genial ist, ist wirklich die Produktqualität von Shimano. Also du kannst dich, ich glaube, das hast du mir mal erzählt, an, glaube ich, keinen kaputten. Gab es jemals einen kaputten Motor? Na, in Einzelfällen schon, aber das kommt verschwindend gering vor. Und vor allem hast du bei Shimano eigentlich immer das Ding, wenn die Produkte von Shimano auf den Markt kommen, hast du immer eine 100%ige Marktreife. Was wir dann bei Herstellern, die aus den USA so kommen, ich möchte es jetzt nicht nennen, auch schon mal anders erlebt haben. Shimano klingt, kommt wahrscheinlich aus Amerika. Nee, ist Japan. Ist Japan, ja. Okay. Der alte Sushiki Shimano, seine Frau hatte noch ein Sushi-Restaurant und er hat das dann erfunden. Nein, weltweit größter Hersteller. Ist es hier Full Shimano eigentlich? Also von den anderen Komponenten, XT? Jawohl. Hier haben wir, also bis auf die Laufräder jetzt, also Bremse, Schaltung und so haben wir von Shimano durchweg XT. Die XT war ja die erste Schaltung, die als reine Mountainbike-Schaltung, muss man sehen, der ganze Fahrradbereich stammt ja sozusagen vom Rennrad ab. Ja? Ja, wenn man gerade so lieb ist, das Fahrrad mal drehst um 180 Grad, dass man das hier komplett ein Licht drin hat, dann sieht man auch mal, wie leicht es ist. Wenn du es mal gerade aufschulterst, sagen wir so nett, 20 Kilo, jetzt kommt die Kuhwiese, du musst es jetzt mal über einen Zaun heben, kein Problem, oder? Kein Problem. Kein Problem. So, jetzt haben wir es gedreht. Dann kann ich Ihnen ein bisschen mehr zeigen, was die Schaltung angeht. So, Thema XT. Du warst mitten im Flow. Ja. Erklär mal. Also, jetzt muss ich mal zurückdenken. Es war vor 1980. Ich glaube, die erste XT kam Ende der 70er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar hatten wir ja vorher, als die ersten Mountainbikes auf den Markt kamen, gab es eigentlich dafür keine spezifischen Schaltungen, sondern es waren alles Teile, die fürs Rennrad gedacht waren. Und dann kam mit Shimano mit der XT auf den Markt und das war nicht für Shimano der Durchbruch. Komm, wir zeigen die mal. Da vorne ist eine ältere XT, dass wir die mal sehen. Das ist ein Mountainbike, nämlich ein Meridian. Und da ist eine XT drauf. So, und die hatte damals noch nicht so viele Zähne, oder? Ritzel. Nee, da hat man noch 8 Gang in dem Falle hier, ne? Aber es gibt also noch ältere. Das Rad, das genaue Baujahr, muss ich überlegen, es war um 90 sind wir hier schon unterwegs, ne? Also das ist schon ein bisschen später. Es gibt tatsächlich noch ältere. So, und das ist XT. Hier sieht man es, also die kamen auf den Markt. Hier vorne haben wir noch ein Rocky Mountain, da ist auch eine XT drauf. Nee, das waren dann tatsächlich, SRAM ist ganz interessant. Die hatten angefangen und hatten sogenannte Drehgriffe für die Shimano-Schaltung gemacht. Das heißt, dass du am Lenker also nicht mehr die Knöpfe hattest, sondern Drehgriffe. So einen hatte ich. Damit haben die angefangen. Und daraus ist heute eigentlich der größte Komponentenhersteller geworden, weil die Truvette, Frogshocks und so weiter aufgekauft haben und mittlerweile von Schaltung bis Federgabeln über Kurbeln und was auch immer das gesamte Sortiment abdecken. Krass, hier vorne eine Oldtimer-Fox-Gabel, die geht heute noch, oder? Das Ding geht heute noch, ja. Krass. So, mal schnell zurück. Da haben wir hier einen Hersteller. Das ganze Fahrrad ist Alu-Carbon, Carbon-Full-Carbon. Jawohl, wir haben bei Rotwild immer durchweg Carbon, in dem Fall hier samt der Umlenkhebel, also auch der Hinterball ist komplett Carbon. So, auch so Kleinigkeiten, Kabelführung und so weiter, alles perfektioniert. Die Anordnung des Dämpfers, der ist so schön integriert, dass man eigentlich dieses Fahrrad gar nicht fahren darf. Aber du sagst, das Ding muss auf die Straße. Ja, absolut. Wir sind hier dann beim RE-Modell. E steht in dem Fall für Enduro. Das steht für Federwege von 170 mm an der Gabel und 160 mm am Heck. Liegt dann über dem RX-Modell, was vom Federweg her dann etwas reduzierter ist. Also hier haben wir schon ein bisschen mehr die Bergaborientiertheit, was dann auch in der Geometrie mit flachem Lenkwinkel und so weiter ausdrückt. So, auch hier sieht man diverse Einstellmöglichkeiten. Wenn du mal gerade das Rad runternimmst, bitte, vom Ständer und erstmal auf den Boden stellst und deinen Luxuskörper mal auf das Fahrrad begibst, dass wir das mal sehen, dann sieht man sehr schön, wie das Ganze einfedert. Also
zeig mal gerade, dynamische Last, die der Kai gerade erzeugt. Da ist natürlich der Luftdruck wichtig. All das kann man lernen bei dir. Du hast Workshops, die du anbietest für deine Kunden. Wenn jemand sowas kauft und sagt, ich habe Interesse dran, erklär mir mal, wie das Ganze funktioniert. Also wir machen es so, wenn jemand so ein Rad bei uns kauft, wir haben unseren sogenannten Setup-Checker, wo ich die Kunden mit dem Rad reinsetzen kann. Der darf dabei sein, der kriegt das mit. Nein, der muss dabei sein, weil wir ihn ja brauchen, um das Ganze aufs Gewicht abzustimmen. Und dann bei der Abstimmung erklären wir natürlich, wie wir das herleiten und wie die Funktionen eingestellt werden. Das ist kein Hexenwerk. Dieser Dämpfer hier hat ein kleines Ventil. Wo ist dieses Ventil? Zeig das mal bitte. So. Das ist das hier. Ist ein normales Autoventil von der Form her? Ja, genau. Allerdings habe ich da, sagen wir jetzt immer mit dem Kompressor von der Tankstelle keine Chance, weil wir hier mit sehr hohen Luftdrücken arbeiten und brauchen dann eine entsprechende Hochdruckpumpe, die hier aufgeschraubt wird. Genau, so eine Gabelpumpe habe ich mal gekauft, habe sie vor kurzem mal das erste Mal eingesetzt, weil mein Dämpfer an Luft verloren hat im Laufe der Zeit. Das ist normal. Ist normal. Ja, also wir reden hier von Drücken, sagen wir jetzt mal grob gesagt, um die 20 Bar. Wir haben natürlich eine sehr gute Abdichtung, aber ganz klar, wo Luft mit so hohem Luftdruck drin ist, entweicht sie mit der Zeit auch. Das heißt, man sollte das schon regelmäßig mal testen. Das macht man einfach anhand dieses Gummis hier. Setzt sich auf das Rad drauf, tut es einfach mit seinem Gewicht belasten und dann wieder entlasten. Und dann sehe ich hier genau, was ist mein Negativfederweg. Der sollte immer so um die 30% betragen bei dieser Federwegsklasse. Genau, es geht ja darum, dass der nicht jedes Mal anschlägt, wenn ich ausfedere, sondern er federt hin und her, wenn ich drauf sitze. Genau. Okay, verstanden. Dann ist hier so ein, ich sag mal, so ein kleines Deo-Spray drunter. Was hat das für eine Funktion? Du meinst das hier? Ja. Das ist sogenanntes Piggyback oder auch externer Ausgleichsbehalter. Wir haben ja folgende Situation. Wir haben ja hier, sagen wir, die Luftfeder drin und natürlich Dämpfungsöl. Damit dieses Öl nicht komprimiert wird, also was bei Dämpfern ohne Piggyback der Fall ist, dann hast du eine progressive Federkennlinie, ja, weil sich der Druck im Dämpfer sozusagen erhöht und die Kraft, die du brauchst zum Komprimieren, muss immer größer werden. Hier ist eine Stickstofffüllung drin, die es ermöglicht, dass das verdrängte Öl ausweichen kann. Und insofern ist die Federkennlinie linearer wie bei einem Dämpfer ohne Piggyback. Du hast zwei Regler, ein blauer, ein roter. Was haben die für eine Funktion? Also, der rote ist die Zugstufe oder Ausfedergeschwindigkeit. Der blaue ist die Druckstufe. Damit kann ich hydraulisch regulieren, wie viel Kraft ich brauche zum Einfedern. Das geht ja zum einen über den Luftdruck, den ich einstelle. Und hier kann ich es nochmal hydraulisch einbremsen. Was passiert hier? Wenn wir reden bei einer, technisch korrekt ist das hier ein Federbein. Ja? Mhm. Eine Federung besteht immer aus zwei Komponenten, das ist Federung und Dämpfung. Weil hättest du nur eine Feder, würdest du, wie Dr. Schnaggels auf Spazierstock, bing, 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 durch die Gegend springen. Das gibt es übrigens. In China gibt es Fahrräder, die haben nur Federn. Selten, aber es gibt es auch. Im günstigen Bereich immer noch, da ist da nur eine Stahlfeder drin, aber keine Dämpfung. Mhm. So, was macht die Dämpfung? Die Dämpfung reguliert die Federbewegung im Ein- und Ausfedern, damit du einfach das Rad auf dem Boden bleibt und die Amplitude der gefederten Masse, was ich bin, und der Rahmen, kleiner ist wie die der ungefederten Masse. Mhm. Ja? Das ist nämlich interessant. Das heißt Dämpfer und das hier ist eine Federgabel, weil hier ist das Gleiche drin, aber verteilt. Genau. Hier bei den Gabeln haben wir mittlerweile, hat sich so durchgesetzt, immer eine Feder und eine Dämpfungsseite. Das heißt, hier haben wir früher klassischerweise eine Stahlfeder drin gehabt. Die ist jetzt ersetzt durch eine Luftfeder. Und auf der rechten Seite wieder die Dämpfung. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier ist ein Öl drin und das muss durch Kanäle. Und ich tue diese Kanäle über diese Stellknöpfe sozusagen, da ist eine Nadel, die Öffnung immer weiter. Zeig mal bitte mit dem Finger, dass ich genau sehen kann, genau, was du gerade machst. Also, du hast eine Nadel und die verschließt sozusagen diese Öffnung immer weiter. Das Öl muss durch die immer kleinere Öffnung und dadurch entsteht eine Bremswirkung. Und zwar beim Ein- und Ausfedern. Das ist übrigens auch bei meinem Cupra vom Mentor so. Wenn ich nämlich die Progressivität des Fahrwerks einstelle, dann wird das gleiche in grün gemacht, aber elektronisch. Gibt es das schon elektronisch eigentlich von Shimano? Gibt es auch elektronisch schon. Beim Auto wird es aber, glaube ich, über magnetische Partikel im Öl gemacht. Kann das sein? Da wird die Viskosität des Öls verändert. Warte, ich zeig mal deine Kappe da oben, da unten drunter. Da steht noch drauf. Ist egal, ich wollte nur ablenken davon, von der Frage. Ich habe schon vergessen, was du gesagt hast. Ja. Wie war das Magnetische? Egal. Sag mal, wenn ich jetzt sowas kaufe und ich bewege das, dann habe ich gemerkt, dass, ich sag mal, wenn ich schaltfaul bin und ich habe einen sehr starken Motor, mir meine Ritzel, gerade die schnellen Ritzel, sehr schnell verschleißen. Das sieht man hier eigentlich da. Und wir werden gleich mal ein Video zeigen,
A, wie man richtig schaltet. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man sollte nicht schaltfaul sein. Ja. Und B, man kann die äußeren, die kleinen Ritzel tatsächlich wechseln. Die Profis kennen das, oder? Mhm. Also, sagen wir mal, die Problematik, du beschreibst, haben wir meistens jetzt in einem anderen Segment Fahrrad. Also typischerweise beim Trekkingrad zum Beispiel, wo Leute viel in der Ebene fahren und fahren dann sehr oft nur hier unten auf den kleinsten Ritzel. Ja. Lassen dann ansonsten den Motor arbeiten. Und natürlich, wenn du jetzt mal guckst, die kleinen Ritzel sind ja die mit den wenigsten Zähnen. Also insofern habe ich auch die wenigste Materialverzahnung zwischen Kette und Ritzel und dort auch den höchsten Verschleiß. Und jetzt übertrieben gesagt, nee, ist nicht übertrieben, wir haben solche Fälle. Da kommen Leute, die fahren dann 800 Kilometer am Stück nur auf dem kleinsten Ritzel. Und das macht das Ding natürlich nicht lange mit. Die wollen schnell fahren, maximale Motorunterstützung, ja. Schalten auch wenig. Und dann lenkt sich auch die Kette sehr schnell. Also die Belastung ist ja sehr hoch. Genau, die grundsätzlich geschieht einfach, sagen wir, durch das Maß der Kraftübertragung über Zeit und sagen wir, wie viel Power leite ich in die Kette ein. Es ist nur so, normalerweise, wenn du normal schaltest und sagen wir, alle Ritzel benutzt, verteilt sich die Kraft ja irgendwo ein bisschen und schädigt halt nur immer nur auf die letzten zwei Ritzeln zu fahren. Okay, also Carbonrahmen sehr leicht. Geh mal gerade hinter das Rad bitte und heb's nochmal hoch. Einfach mal mit einer Hand, das sind 20 Kilo. Das ist wirklich easy. Also du strengst dich auch gerade nicht an, oder? Ja doch, ich meine ein bisschen schon, also um Himmels Willen. 20 Kilo sind immer noch 20 Kilo, aber wir reden ja einfach hier von einem Gewichtsvorteil gegenüber dem klassischen Fully mit dem Alurahmen um 650er oder 750er Wattstunden Akku, die dann gleich nochmal 5, 6 Kilo mehr haben. So, zeig mal Bunnyhop, dass wir das mal sehen. Du hast gesagt, das Wetter ist so schlecht draußen, das kann ich auch im Laden. Und stell's mal ganz kurz ein, verstellbare Sattelstütze ist mit drin. Ist eine Hupe eingebaut, sehe ich gerade. Also das hat funktioniert. Was ist das für eine Hupe, die drin ist? Hat sich noch mal ein bisschen einfahren. Also das Rad ist nagelneu aus der Kiste. Und das leichtes Einfahren empfehlen wir auch immer, wenn du das Rad neu hast. Fahr ruhig mal leicht gegen die Bremse an mit dem Motor, bis die sich ein bisschen eingeschliffen hat, eingefahren hat. Dann hört auch das Gequietsche auf. So, hier ist es. Also, ihr könnt es leasen, ihr könnt es finanzieren, ihr könnt alles damit machen. Ihr könnt den Berg runterfahren, rauffahren. Ihr könnt auch nur zur Eisdiele fahren damit. Aber dieses Fahrrad hier ist vom Federweg her, kann ich damit einen Single Trail fahren? Natürlich, dafür ist es gemacht. Dafür ist gemacht. Springen aber nicht, oder? Doch, also leichte Sprünge sind hiermit auch schon drin. Wir sind ja hier schon im Enduro-Bereich. Jetzt muss man nicht ganz klar sagen, was heißt Sprünge. Also wenn du natürlich jemand bist, der, keine Ahnung, aus 10 Meter ins Flat reintroppt oder so, so wie man es früher gesagt hat, stumpf ist Trumpf. Da brauchst du eine Stahlgabel. Nee, dafür ist nicht gemacht, aber Sprünge, alles was Enduro-typisch ist und gerade wenn du in eine Schräge rennen und saubere Sprünge machst, bist du mit dem Rad hier eigentlich nicht eingeschränkt. Kai Gimler Bikes, du hast ein Fahrradgeschäft aus Leidenschaft. Warum in Gottes Namen wolltest du unbedingt Fahrradhändler werden? War das schon früh bestimmt? Oder? Naja, ich habe ja mal studiert und habe das Studium abgebrochen. Da stand ich dann da. Ich dachte, okay, eigentlich kannst du nur Fahrrad. So, da habe ich dann innerhalb von einem Jahr Meister und Betriebswirt gemacht. Und schon ging's los. Du fährst Fahrrad, seitdem du wirklich denken kannst. Also du bist schon als Elfjähriger, glaube ich, die Berge runtergezimmert. Noch früher. Ich hatte schon mein Kinderrad zerlegt und alles abgeschraubt, was ich gebraucht habe. Und gab damals in der Familie immer noch Ärger. Heute darf ich rumschrauben, was ich will. Ja, du bist voll tätowiert, bist ein cooler Typ. Trotzdem, du kommst in die Jahre. 48 bist du. Muss ich jetzt gerade noch mal kurz einen Kommentar unserer Zuschauer. Da schreibt ja jemand, also der Tätowierte ist doof, sonst nix. Der Nutzer nennt sich die Insel des Respekts. Also das finde ich schon geil. Ist so, ja. Wir sind ja Bekannte von einem Portal im Saarland, das heißt irgendwas mit Rhein. Rhein? Rhein? Nee. Raus? Was? Nein, es gibt so ein Portal mit Rhein. Also irgendwas. Wer kennt wen ist out? Oder ich? Nee, ist egal. Aber die meisten Leute in Verbindung mit Tätowierung wissen, was ich meine. Ist irgendwas untätowiert? Ach, die Reinhäuter. Die Reinhäuter, genau. Das kennst du ja. Also bitte nicht googeln, gebt nicht Reinhäuter ein und sagt auch nicht Hey Siri oder Hey Google. Vielen Dank fürs Einschalten. RG, hier ist Kai Gimler. Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Das Ganze ist im Saarland. Neben Saarlouis, so kann man sagen. Du bist Saarlouis ja Junge, du bist im Gau aufgewachsen. Neben Völkling, wo unser Bundespräsident jetzt gerade 2 Tage seinen Außenposten hatte. Neben sogar ganz in der Nähe, muss man sagen, der neuen Batteriefabrik, die hier kommen soll, die demnächst S-Volt, die ja irgendwie das Saarland stolz machen soll. Du hast über 400 Parkplätze oder rund 400 Parkplätze vor der Tür. Und die Öffnungszeiten montags, dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr montags geschlossen. Tschüss Kai. Ciao. Komm, ich muss was zwischendrinken.